Willkommen zur 7. Folge der Scare Challenge gegen den guten Paddy. Und wir befinden uns in einer Art Flower Garden. Und nachdem wir uns letztes Mal das angeschaut haben, schauen wir uns nochmal an. Denn ich würde ganz gerne nochmal um meine Erinnerung ein bisschen aufzufrischen mit diesen gelben Pflanzen hier quatschen. Okay. Denkt aber nach, ohne sie wären wir die schönsten Pflanzen im Garten. Ja, das stimmt. Okay. Oh Mann, du hast echt große Arme. Kann jemand nicht dieses Mädchen axen? Wenn das jemand tun würde, oh ja. Hätten wir ein paar wundervolle Pollen. Okay. Hier ist es zu dunkel drin. Heißt, weiter geht's. Weiße Pflanze, wie geht's dir? Du bist immer so nett zu mir. Wunderschöne Pflanze. Wie geht's dir? Ich kann sie axen? Eigentlich will ich das gar nicht. Aber. What the hell? Okay. Das heißt, Äxten heißt hier rausreißen oder pflücken oder sowas. Okay. Kann ich anscheinend noch nicht. Was gab's hier oben? Ne, hier komme ich nicht weiter. Vielleicht reden die bitchigen roten Gräser heute mal mit uns. What up? Du willst wissen, wie man eine Pflanze ixt? Zuhören. Keine der drei Wege zu ixen ist der richtige. Du solltest einfach aufgeben. Okay. Das ist Wurzel ausreißen oder pflücken. Das sind beides Wege zum ixen. Wenn du wissen willst, was der richtige Weg zum Xen ist, ist es entweder abschneiden oder die Wurzel rausreißen. War der Kopf die ganze Zeit schon hier? Nee, oder? Hier ist ein kleiner Schädel auf dem Stuhl. Den nehmen wir doch mal mit. Okay. Hey, was geht's? Okay. Wurzel rausreißen, pflücken oder abschneiden. Ich persönlich würde sagen, dass meiner Meinung nach pflücken irgendwie die unbrutalste Weise ist, das Ding zu nehmen. Von daher pflücken wir sie einfach mal. Komm schon, bitte nicht sterben. Komm schon. Okay. Mit einem komischen Schrei pflücken wir die Pflanze. Die müssten wir jetzt im Inventar haben, ne? Oder nicht? Pflanze, es tut mir echt leid. Weiße Blütenblätter liegen auf dem Boden. Mitnehmen. Es ist schön, wie dieses Spiel einem erst immer so eine Art kleinen Freund gibt. So ein kleines Ding, wo man sich wohlfühlt und dann dafür sorgt, wie bei dem Frosch, dass wir es innerhalb von ein paar Minuten direkt verlieren. Das gibt einem so eine richtig coole, beklemmende Atmosphäre, dass man hier sich total immer noch alleine fühlt. Und wenn einem die Hand gereicht wird oder irgendeine Art von Freundlichkeit einem entgegenkommt, sie sofort rausgerissen wird. Ich hab's gehört, ich hab ihren ekligen Schrei gehört. Den hässlichen Schrei. Wir haben ihn gehört. Ah ja, unser Versprechen. Hier, bitteschön. Weißes Puder. Wir haben nur noch die Flower Petals, okay. Candy-like, süßigkeitenartiges Puder von den gelben Pflanzen. Vielen Dank. Die gelben Pflanzen haben eine angeregte Diskussion. Oh Gott. Und ich werde immer nervöser, wenn ich ehrlich bin. Hier hatten wir nur das Buch und das Loch im Boden. Übrigens ist es mittlerweile so, ich habe die Scares jetzt mittlerweile eingefügt in Part 5 und 6. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Paddy und ich sind jetzt quasi gleich auf. Gänsehaut pur gerade. Und das wird nochmal richtig geil spannend zum Finale hin. Und ich freue mich da richtig drauf zu sehen, wer jetzt im Endeffekt da rauskommt. Ich habe schon ein, zwei sehr interessante Ideen gehört, wie man uns bestrafen könnte. Falls ihr noch welche habt, schreibt sie noch rein. Und wir überlegen uns dann, was wir machen. Verschlossen. Medicine. So, jetzt wollen wir Talk.
Medicine, I do. Ich nehm... Versuchen wir es mal mit dem weißen Puder. Die Person greift die, die Tür. Hey, gib mir das! Gib ihm das Puder. Die Person nimmt das Puder. Warte mal eine Sekunde. Ich habe keine... Ohne das können wir das nicht benutzen. Was? Ohne dass du den Käfig runterwirfst, Junge? Der Vogelkäfig ist runtergefallen. Irgendwelche Dinger daran... Nee, vorher gehe ich nochmal kurz speichern. Was zum... Ich gehe erstmal speichern. Vorher wird das hier erstmal gar nichts. Hallo Katze. Bis später. Verborgen in der Dunkelheit. Okay. Machen wir doch mal den Vogelkäfig auf. Alter, was Unsichtbares ist da rausgegangen. Hast du es gesehen? Ah, verdammt. Ihr habt keinerlei. Ach, die wispern wieder sich gegenseitig zu. Okay, hidden in the darkness. Okay. Oh Gott. Ein alter Pott. Mal reingreifen. Wieso weiß ich, dass das wird sterben? Da ist ein Schädel drin. Haben wir jetzt schon zwei Skulls? Okay. Das Wasser ist abgeblockt von den Schädeln. What the hell? Ein Schalter. Den ziehen wir mal. Nichts passiert. Dieser schaut nach links. Dieser schaut nach vorne. Dieser schaut nach rechts. Okay. Huh. Kann es sein, dass es ein Weg durch die Dunkelheit ist? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Da kommen wir durch. Ach stimmt, hier war ja nichts. With no visible bottom. Nee. Okay. Vielleicht finden wir irgendwas, was hier rumgelaufen ist, aber sieht nicht so aus. Nee. Seht ihr diesen Vogel? Der Herr? Nee, nee, nee. Zeitlimit. Keine Chance, Leute. Gar keine Chance. Gucken wir doch erstmal hier unten, ob wir hier rein können. Ne, immer noch Pitch Black. Aber der Vogel hat anscheinend oben netterweise den Kram weggefrozen. Von daher speichern wir nochmal. Falls ihr neu zu Witcher seid und in diesem Part das zugeschaltet habt. Oh Gott. Ich werde schreien, bestimmt. What the hell? Was poison with pass with colorless shoes. Okay. Mit farblosen Schuhen also hier durch. Was auch immer das Zeitlimit da oben mir sagen soll. Ich habe das Gefühl, dass ich dann ersticken werde. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Just understand. Nothing. Nothing's inside. Nothing's inside. Nothing's... Tech! Komm schon, beeil dich! Raus hier! Oh! Ich möchte nämlich ungern an Gift sterben und ich find's gut, dass der Timer sich immer wieder resettet. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Noch ein Skull. Okay. Oh Gott, zum Glück halt die Uhr gerade an. Es war einmal ein Soldat. Sein Land wurde zerstört. Und er ist gestorben, ohne jemals davon Wind bekommen zu haben. Selbst im Tod hatte dieser Soldat patrouilliert. Starting in the center of the castle ruins. He looked front, right, left, front. Okay. Das würde ich mir super gerne mal aufschreiben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich jetzt erstmal einen Stift suchen muss. Aber das dürfte diesmal nicht allzu lang dauern, denn ich habe eigentlich jetzt einen mittlerweile hier mal liegen, der natürlich weg ist. Fuck my life. Fuck it, seriously. Egal, ich habe in meiner Schublade bestimmt irgendwas Schreibbares. Ha! Ein Stift. Ha! Ich bin so schlau. Ja, du schreibst natürlich nicht. Du ugly motherfucker, ey.
Mit ein bisschen Musik halte ich euch auf. Denn ich habe keine Ahnung, ob dieser Stift, den ich gerade gefunden habe, schreibt. Und er schreibt. Fängt an. Okay. Front. Right. Left. Front. Right. Left. Zweimal dasselbe, okay? Und erstmal schnell wieder raus hier, bevor wir abnippeln. Okay. Front, right, left, front, right, left. Das klingt doch schon mal irgendwie machbar hier. Hallo Katze. Ich hatte Paddy das Rätsel schon dreimal gelöst und ist schon weiter. Der Arsch. Gucken wir erstmal, ob wir in den Pitch Black Room kommen. Was haben wir eigentlich? Empty Bottle. Okay. Put Petals in Bottle. Okay. Aber irgendwie müssen wir da noch Licht machen. Moment mal. Hatte ich nicht irgendwo gelesen, war das hier? In dem Buch? Dass wenn man Wasser auf diese Blütenblätter macht, die leuchten oder so? Talkative White Flowers. Blase muss bitte werden. When they're touched by rain, oddly, their petals glow. Ja! Sehr gut. Dann müssen wir nur dieses Wasserrätsel hier oben lösen. Und ich habe so ein Gefühl, dass es mit den Skulls zusammenhängt. Hier könnte einer hinkommen, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist das Front, Right, Left. Also muss der nach links hier, oder nicht? Also Face, Left. Left. Front, Right, Left. Dann muss der hier Front. Face, Frontwards. Front, Right, Left. Front, Right, Left. Kann ich, muss ich die auch irgendwie... Das ist alles Facing, Right. Okay. Nichtsdestotrotz müssen wir immer noch einen Schädel finden, fällt mir mal gerade so auf. Okay, Front, Right, Left. Front, Right, Left. Moment. Also der muss auf jeden Fall nach links, da bin ich mir relativ sicher. Left. So. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, einen Skull müssen wir noch finden. Hier ist keiner drin. Nothing's inside. Hier war kein Skull oder ähnliches. Und das Einzige, was ich habe, ist die Bottle mit den Petals, wo wir nur noch das Wasser von da oben brauchen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Steht hier. Hidden in the Darkness. Soweit war ich auch schon. Du kannst mir nicht weiterhelfen. This is a whispering to each other. Kommt schon, ein Skull. Kann sein, dass der hier irgendwo randomly sich zufällig irgendwo hingestellt hat. Nee. Irgendwo muss der Skull doch sein. Touch. Ah nein, 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 nein. Scheiße. Ganz vergessen. Arschloch. Ja, ja, Leute. Alles klar. So. Wir haben die Skulls noch nicht eingesetzt, ne? Nee. Gut, dann putten wir die mal in die Bottles. Und genau das ist der Grund, warum ich so gerne speichere hier. In den Betten wird auch nichts sein. Comfy Bed. Comfy Bed. Comfy Bed. Luck on the table. Komm schon, gib mir einen Skull, Baby. Komm schon. There's a skull on the floor, yeah! Und da ist Blut. Ich will wissen, was das Blut da sagt. A comfy bed. Okay, never mind. The flowers are having a pleasant conversation. Hallo, Katzi. So. Zeit, die Shadow mal irgendwie... Nein, nicht hier. Sondern hier. Anzuordnen. So. Also hier oben rechts bin ich mir ziemlich sicher, dass es Front ist. Weil hier,
von hier nach unten ist es Front, Right, Left. Und hier auch ist es Front, Right, Left, Front. Das macht viel mehr Sinn. Hier unten ist es hundertprozentig meiner Meinung nach auch Left. Front, Right, Left. Front, Right, Left, Front, Right, Left, Front, Right, Left. Left. Kann ich die Echo dann noch umdrehen? Nee. Doch, kann ich. Front, Right, Left, Front. Eigentlich müsste das hier doch jetzt Right sein, oder? So. Und das hier müsste Front wiederum sein, oder nicht? Komm schon, komm schon. Nothing fucking happens. Okay, Leute. Ich beende mal kurz den Part und melde mich wieder, wenn ich die Anordnung gereiht habe. Denn ansonsten ist das hier ewig, denn es gibt insgesamt 16 verschiedene Möglichkeiten, die Skulls jetzt hier anzuordnen. Und ich würde das ungern jetzt die ganze Zeit so machen, es nervt euch vermutlich nur. Front, right, left, front, right, left, front, right, left. From the center. He walked front. Aber ich kann die anderen auch nicht bewegen hier. Oder from the center, he walked front, right, left. Huh. Egal, ich find's raus und melde mich im nächsten Part mal wieder. Bis gleich, Leute. Schnell speichern gehen. Denn das Rätsel geht mir gerade ziemlich auf die Eier. Oder sagen wir so, ich teste im nächsten Part noch ein bisschen rum, machen wir es fairer, denn ich weiß nicht, wie es mit Paddys Part aussieht und wenn er da jetzt 10 Minuten dran gesessen hat, ist es scheiße, wenn ich jetzt einfach cutte und das Ganze dann rausschneide. Von daher, ich teste im nächsten Part einfach mal aus. Bis gleich, Leute.